Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Führerstandsvideo auf meinem Kanal. Namens Bedrohung P8 Adam 9. Und ich freue mich, euch heute wieder mal eine Strecke zeigen zu können. Zu der Strecke Salzburg-Böckstein sage ich dann noch was, weil die ist ja leider nicht gekommen. Das erkläre ich euch aber gleich, warum. Und zwar fahren wir, wie gesagt, heute von München-Pasing nach Ungerhausen. In dem Sinne, das Stück ist das schon ein Teil vom Allgäu. Ich habe die Strecke gezückt in zwei Teile. Ich habe auch erst ab München-Pasing angefangen, und zwar folgender Grund. Es ist sehr selten, dass man auf diesem Zuglauf eine Lok der Baureihe 185 bekommt. Weil die so ein gutes Fernlicht hat, habe ich mich sofort entschlossen, die gesamte Tour Wolfurt aufzunehmen. Also ich habe einmal komplett München-Passing-Wolfurt und auch Wolfurt-Passing aufgenommen. Damit das aber alles auf eine Speicherkarte passt, habe ich deshalb München-Passing beendet. Für alle, die sich für das Stück München-Ost, München-Passing entscheiden, die können gerne das Video angucken, München-Ulm. Genau, und jetzt gehen wir erstmal kurz auf die große Deutschlandkarte. Und da sieht man das Stück, was wir fahren. Also hier ist München, Stuttgart. Und wir fahren hier von München-Ost, in dem Sinne vom Rangierbahnhof über München Hauptbahnhof, Fürstenfeldbruck, hinten Buchenau, Buchloe, Mündelheim, fahren wir nach Memmingen, genau. Und es wird nicht nur ein Führerstandsvideo sein, es wird auch ein kleiner Ausblick sein von Leuten, die mich an der Strecke gefilmt haben, aber das werden wir ja gleich sehen. Ich würde sagen, wir machen das Bild aus und schauen, dass wir unsere Führerstandsmitfahrt beginnen. Das Bild übrigens war gewesen in München-Ost-Rangierbahnhof. Am Anfang habe ich gedacht, ich lehne es doch noch von Ost-Rangierbahnhof aus, aber ich habe mir gedacht, dann später, das wird zu viel. Genau, übrigens Pasing hier Ausfahrt mit 60 km/h, sogenannt KS2, also Halt erwarten, also in dem Signal darf ich vorbeifahren, das nächste Signal zeigt Halt und ein B für entweder Buchenau oder Buchloe. Ich glaube für Buchloe. Das steht aber, wie gesagt, im Streckenbuch drin. Der Zug ist relativ leicht, der wiegt, glaube ich, gerade mal 500 Tonnen oder sowas. Also richtiges Leichtgewicht. Der ist ja auch nur für die Strecke nach Wolfurt höchstens 400 Meter lang, damit man öfters kreuzen kann. Kreuzen ist der Ausdruck für Zugbegegnungen. Genau, wir fahren jetzt also in Richtung Buchenau. Links die beiden Gleise werden gegangen auf Richtung Augsburg. Und hier unten teilt sich dann nochmal, das ist eine sehr blöde Stelle. Rechts teilt sich Richtung Pasing Betriebsbahnhof. Und auf der linken Seite geht es, wie gesagt, nach Buchenau. Und jetzt sehe ich schon, es ist frei. Wir können weiterfahren. Und wie gesagt, rechts siehst du den 500 Hertz Magneten und du siehst hier den Wiederholer. Und das ist rechts übrigens schon das Einfahrtsignal für Pasing Betriebsbahnhof. Genau, die ganze Streckenfahrt wird ungefähr 1 Stunde 5 Minuten dauern. Ungefähr. Und wir fahren, glaube ich, vor der S-Bahn fahren wir, glaube ich. Und das ist einer der wenigen Züge, wo wir auch signalgeführt 120 km/h fahren dürfen, wenn wir die natürlich die erforderlichen
100% erreichen. Und da fahren wir wirklich 120 Sachen, also das ist wirklich fix. Viele haben sich ja immer Allgäu gewünscht. Es tut mir halt, wie gesagt, auch leid, dass es in dem Sinne, leider, leider keine Tagfahrt gibt. Es geht einfach nicht. Genau, das müsste Leinfeldstraße sein, so wie ich das weiß, oder? Da siehst du schon, jetzt gebe ich schon Traktion. Aber ich glaube, dass ich die S-Bahn, glaube ich, hinter mir habe. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich schaue schon, wie gesagt, dass wir richtig draufhalten, damit wir die S-Bahn nicht verspäten. Man muss sagen, ungefähr, wenn man einmal die S-Bahn voraus hat, dann braucht man hier nur 60 km/h fahren. Das müsste Aubing sein. Dann kommt Puchheim. Wir haben, wie gesagt, alles frei. Dürfen wir jetzt, glaube ich, schon 120 km/h fahren. Wie gesagt, der Zug ist ein Umlauf von München-Riem nach Wolfurt ins Terminal und wieder ein Zug zurück. Ich glaube, dass die runtergehen, dass es zum Beispiel auch mit Zulieferung ist für die Schweiz und sowas. Der wurde wohl, also es ist Neuverkehr, aber ich habe mitgekriegt, dass da zum Teil am Anfang, dass es den schon gab, aber dass der über den Arlberg gefahren ist, weil damals gab es ja, man kann ja auch. Anstatt dass man jetzt elektrisch München, Buchenau, Memmingen, Lindau, Wolfurt fährt, könnte man theoretisch auch hinten über München, Rosenheim, Kufstein, Innsbruck, Bludenz, Wolfurt fahren. Ist natürlich viel weiter, aber so ist der früher gegangen. Und seitdem die allgemein elektrifiziert ist, sind wir dann eigentlich gleich hier die Güterzüge gefahren, Containerzüge durchs Allgäu auf Richtung Lindau. Und man muss natürlich sagen, dass das Allgäu verkehrstechnisch, also auf dieser Strecke, sehr, sehr belastet ist. Also man braucht am Tag da eigentlich gar nicht lang fahren. Das ist in Kraus, da fehlt einfach das zweite Gleis, muss man einfach sagen. Jetzt kommt, glaube ich, irgendwas von vorne. Genau. Jetzt sind wir gleich in Puchheim. Aber Gott sei Dank hat, wie gesagt, die 85er so ein richtig gutes Fernlicht. Ohne richtiges Fernlicht bräuchte man da überhaupt nichts machen. Genau, meine Schicht, wie gesagt, habe ich diese Woche auch wieder. Beginnt für mich übrigens so um 20:45 Uhr. Dann übernehme ich meinen Zug, fahre nach Wolfurt, hänge die Lok ab, lasse die Garnitur in dem Sinne stehen und fahre dann mit der Lok auf die andere Garnitur, hänge ein, bremse und fahre wieder zurück nach München. Eigentlich eine entspannte Nachtschicht, muss man ehrlich sagen. Auf der Hinfahrt braucht man gar nicht so, wie soll man das sagen, gar nicht so viel Vorplan abfahren, da reicht, wenn unser Planabfahrtszeit ist, weil man zum Schluss trotzdem irgendwo hinten im Allgäu steht. Deswegen ist auch das Video nur bis Ungerhausen und nicht bis Memmingen, weil ich in Ungerhausen sowieso stehe. Und da habe ich nicht nochmal extra schneiden müssen. Deswegen habe ich gesagt, Ungerhausen, würde ich sowieso die Aufnahme in dem Sinne beenden. Und das habe ich die AFB angemacht. Und da habe ich gesagt, ach komm, sowieso egal.
Buchheim sind wir ja schon durchgefahren, dann ist das Eichenau. Und nach Eichenau kommt dann Fürstenfeldbruck. Übrigens sind es die neuen Scheinwerfer bei der Baureihe 185, das wollte ich mal gesagt haben. Die älteren Scheinwerfer haben nicht so ein hellweißes Licht, die haben eher so ein ganz normal ein bisschen gelblicheres Licht. Aber die einige 85er von uns, wenn nicht sogar alle, glaube ich, unsere 85er haben alle, sind alle umgebaut mit neuem Fernlicht. Das erkennt man schon. Das ist richtig gut. Und da sieht man da vorne, tut sich. Nee, ist frei. Ich habe gedacht, ich habe das gelbe, die gelben Laternen links habe ich für Halterwarten gehalten. Genau, wir fahren jetzt gleich durch Fürstenfeldbruck. Wenn ich Fürstenfeldbruck höre, dann weiß ich ganz genau, dass die damals noch einen Regionalhalt hatten, vom Regionalzug, den sie dann aber auch irgendwann eingebüßt haben. Also da hält nur noch die S-Bahn. Das fanden die etwas schade. Aber so ist es halt. Ich glaube, in der Früh war das gerne ein viel genutzter Regionalhalt, um die Pendler schneller nach München zu kriegen. Ansonsten müssen sie mit der S-Bahn fahren, was wohl eine halbe Stunde oder 20 Minuten länger dauert. Das hat denen nicht gefallen. Wie gesagt, früher ist ja auf der Strecke auch noch der Alex gefahren. Das ist ja jetzt auch schon seit Elektrifizierung, glaube ich, vorbei, wenn nicht sogar früher. Ich habe den Alex gar nicht mehr gesehen auf der Allgäu-Strecke, muss ich sagen. Ja, sicher auch schön anzusehen gewesen. Aber das ist ja jetzt alles wieder fest in Hand von DB Regio. Genau, also wie gesagt, wir dürfen hier jetzt 120 fahren. In Fürstenfeldbruck ist mal eine Kurve mit 110. Und in der Fürstenfeldbruck kommt dann gleich Buchenau. Genau, hier kommt die Ankündigung LF6 für 110 km/h. Und lasse ich den Zug ausräumen bzw. bremse mit der dynamischen Bremse. Aber ich finde immer sehr, sehr entspannt, wie leise eigentlich die 185er ist. Das ist meine Meinung. So, Fürstenfeldbruck. Übrigens alles hier noch KS-System, also in dem Sinne BZ München bis Geltendorf. Kaufering. Ab Kaufering ist dann wieder besetzt. Genau. Ab Kaufering ist dann besetzt bis Mindelheim. Und ab dann ist, glaube ich, Memmingen zuständig. Ich weiß es aber auch nicht ganz genau. Ist immer witzig, da hinten gibt es gar keine so richtige BZ mehr. Oder gibt es gar keine so richtige BZ. Aber das erkläre ich euch dann alles demnächst. Genau, jetzt haben wir Map, jetzt darf ich wieder 120 und dann kommt dann gleich Buchenau. Wenn man hier wirklich die S-Bahn voraus hat, die S-Bahn pünktlich ist und Fahrdienstleiter bzw. Zuglenker, der nett ist, es gibt auch nette, und kann es sein, dass der in Buchenau die S-Bahn auf die linke Seite nimmt, also aufs linke Gleis, dann kann man hier mit 120 vorbeischießen. Die S-Bahn kriegt vielleicht eine Minute plus, was der aber sowieso egal ist. Und dann kann man hier vorbeischießen und hat sie bis Geltendorf nicht mal vor der Schnauze. Und da pfeifen wir mit 120 durch Buchenau durch. Da kommt hier die Kollege S-Bahn. Schön mit Licht gegrüßt und dann ist wieder Fernlicht angesagt. Ich glaube, hier kannst du sogar 160 fahren. Glaube ich auf jeden Fall.
jeden Fall ist die Strecke bis Buchloe gut ausgebaut, muss man sagen. Man hätte noch ein paar Blocksignale dazwischen klatschen können, okay. Aber ansonsten ist das eigentlich vollkommen in Ordnung, so zu fahren. Und das Eingleisige geht auch noch. Wo es halt richtig eng wird, ist dann hinten ab Leutkirch, dann dahinter Kisleck, Wangen, Hergatz, da hinten das Stück, da wird es immer eng. Also da muss man auch schauen mit Zugkreuzungen und sowas. Da ist schlecht zu kreuzen, muss man einfach sagen. Ansonsten das andere geht schon zwischen Buchloe und Memmingen, hat man dann auch große Bahnhöfe wie Türkheim oder Mindelheim, wo man mehrere Gleise hat, wo man auch als Güterzug mal zur Seite genommen werden kann und nicht nur zwei Gleise hat, wo man kreuzen muss. Also, normalerweise ist es so, wenn ich wirklich planmäßig rausfahre, habe ich erstmal sowieso einen Leim in Halt, den ich aber meistens durchfahre, und dann bin ich vor Plan unterwegs. Und dann treffe ich meistens in Buchloe auf den EDR, auf den Schweizer Triebwagen, fahre dann raus bis Türkheim. In Türkheim halte ich dann und dann kommt der Go Ahead, der Go Down. Go Down. Der kreuzt dann noch mit mir und dann geht's durch bis Ungerhausen. Ungerhausen muss ich dann auch eine Kreuzung abwarten und dann geht's hinterm letzten Nachverkehr Richtung Lindau, wo ich dann nochmal warten muss in Leutkirch. Dann kreuze ich mit den letzten von Lindau in Kisleck und dann geht's von Kisleck eigentlich durch bis auf Wolfurt. So ist es ungefähr geregelt. Und wie gesagt, die Züge sind eigentlich zu 99% mit der 99% mit der 51er bespannt. So, das war übrigens Grafrath. Gehört alles noch zur BZ München. Aber man muss ehrlich sagen, die 85er ist so laufruhig. Also, ich muss ehrlich sagen, es ist ein tolles Fahrrennen. Es ist entspannend, es ist auch eine Lok. Man muss ja ehrlich sagen, die 85er ist ja wirklich schon in vielen Exemplaren gebaut worden. Aber zum Teil zuverlässig auf jeden Fall, bedienerfreundlich. Also man muss sagen, es ist wirklich richtig, richtig, wie soll ich das sagen? Richtig einfach, die aufzurüsten. Man hat nicht viele Zugsicherungssysteme und alles, die man prüfen muss, ist schnell aufgerüstet. Also da kann man echt froh sein. Muss man echt sagen. Nur eine Lok gibt, die schneller aufgerüstet ist, wie eine Baureihe 185. Also eine Baureihe 139 oder 151er. Wenn du da genügend Druckluft hast, LSS rein, Sonderluftbehälter auf, damit der Stromabnehmer und der Hauptschalter Luft kriegen. Gegebenenfalls Hilfsluftbremse rein, wenn der Luftdruck nicht reicht. Wenn Druck da ist, Bügel hoch, Hauptschalter ein, Luftpresser mit Hand starten, bis du ungefähr auf 6 bar bist, Hauptluftleitung füllen und dann kannst du eigentlich schon losfahren. Das sind nicht mal 5 Minuten. Das toppt auch keiner 85er.
Aber es wird auf jeden Fall ganz knapp. Genau. Jetzt sind wir Grafrath durch. Dann kommt auch der alte Punkt Türkenfeld. Und dann kommt Geltendorf. Das müsste schon. Nee, das ist Türkenfeld. Witzig. Erst kommt Türkenfeld und hinter Buchloe kommt dann Türkheim. Also ganz schön viel Türk hier. Genau, gleich kommt Geltendorf, da kommt von links rein die Strecke aus Richtung Weilheim. Die fährt über St. Ottilien, Schondorf, Udding, St. Alban, sehr witzig. Am Ammersee entlang. Oh, sehr schön. Und witzig ist, auf der links kannst du in Geltendorf noch abbiegen und fährst dann über Walleshausen, Ekling und Mersching nach Währing. Da fahren sie gerne zum Beispiel, wenn sie unsere Köff oder sowas überführen müssen von Augsburg nach München, fahren sie gerne von Währing über Geltendorf nach München. Jetzt haben wir Halterwarten noch, also Einfahrt frei ausverteilt. Ich glaube, vor uns fährt nämlich der Regionalexpress. Glaube ich. So, jetzt sind wir Geltendorf. Und Geltendorf geht es dann, wie gesagt, raus. Ist Geltendorf von früher ja auch elektrifiziert? Weil ist ja bis dahin die S-Bahn gefahren. Wie gesagt, links geht's raus. Und dann hat er noch der Weihnachtsbaum geleuchtet. Und dann geht's rechts unten drunter unsere Strecke durch Richtung Mehring. So, genau. Das ist übrigens der letzte Bahnhof gewesen, der zur BZ München gehört. Dann danach als Kaufering und zum Beispiel ist schon wieder, wie soll man das sagen, ist schon wieder örtlich besetzt. Jetzt kann ich mal schnell. So, jetzt tun wir die durch mal schnell, bis wir in Kaufering sind, ein paar Kommentare vorlesen. So,
Stellwerk Sim hier. Hey, geiles Sim, ist die sehr realistisch? Frag für einen Freund. Also Stellwerk Sim ist mehr zum Spaß, anstatt als realistisch zu betrachten. Wenn man wirklich realistisches spielen will, dann muss man Signalsoft spielen. Ah, hier, na, grüß dich. Jetzt habe ich hier deinen Kanal. Ist ja cool. Hast mich auch schon mal heimlich gefilmt? Ja, Sascha, ja, kann durchaus vorkommen. Schönes Video. Ich arbeite selbst am RWF in Nürnberg im Werk. Zebras sind immer schön zu sehen. Ja, danke vielmals. Wirklich ein geniales Spiel. Ja, Transportfieber ist nicht schlecht. So. Klasse Video, Dankeschön. Ja, wir schieben nicht. Hier einer habe ich das Bild ja mal in YouTube geschickt. Hier haben wir übrigens Halter warten, hier bremse ich. Keine 139er, merkwürdig. Es gibt, wir schieben nicht immer mit einer 39er. Ich habe die Lok, mit der ich geschoben habe, dann sofort mitgenommen auf meinen Rückzug Richtung München und die ist dann durchgelaufen bis Bremen. Deswegen hat sich das angeboten, mit der Lok zu schieben. Übrigens, ich hoffe, ihr hattet tolle Ostern gehabt. Viel Süßes, dicke Eier, Spaß. Hoffe, ihr hattet ein schönes Osterfest. Man muss sagen, wenn man jetzt wirklich Schiebelokführer ist, mal hinten dran. Ich habe jetzt letzte Woche sicherlich drei, vier Mal geschoben. Mir ist das sowas von egal, weil ich bekomme das gleiche Geld, aber ich muss sich vorne auf die Strecke achten. Und wenn der Kollege vorne sagt, der braucht Hilfe, dann schiebe ich an und das war's. Haha, Manfred Kanzler, bei so einer Geschwindigkeitsmessung ging es mir kürzlich umgekehrt. Ich bin mit dem Auto mit dem erlaubten 30 durch die Baustelle gezuckelt, als mir plötzlich 99 km/h präsentiert wurden. Dem kurzen Schock folgte der Zug, der links an mir vorbeigezogen ist, mit dem für ihn erlaubten 100. Ja, das gab's auch. Es gibt's auch in Raubling. In Raubling aus Richtung Kufstein kommend, Richtung Rosenheim, gibt es auch so eine 50er-Messung. Und wenn du da mit 100 ankommst, steht da manchmal 102, 103 km/h oder sowas. Das ist sehr witzig. So, was haben wir sonst noch? Klasse Fahrt, Dankeschön. Viele haben sich auch bedankt für das Video von der Lastfahrt von der 4218. Man muss ja sagen, wie gesagt, es sind ja nicht nur mein Videomaterial gewesen, ich habe es ja nur bearbeitet. Letztens zum Beispiel, weil ich jetzt gerade im Führerstand bin von München Ost-Ulm, hat einer, manchmal behandeln sie dich wie die letzten Idioten. Ja, ich muss aber letztens, ich muss auch eine kurze Geschichte erzählen. Letztens habe ich einen wichtigen Termin gehabt, einen sau wichtigen Termin, und ich habe zum Brenner hochgeschoben, habe ja gesagt, letztens viermal geschoben. Und dann sollte ich Lokzug runterfahren auf Kufstein und dann Gastfahrt Richtung München. Und dann war ich oben am Brenner und das hat alles länger gedauert. Dann bin ich abgefahren hinterm Eurocity, den habe ich also nicht mehr gekriegt. Und dann bin ich, dadurch, dass ich 339er hatte als Lokzug, konnte ich nicht über die Schnellfahrstrecke fahren, weil ja kein EDCS war und auch nur 100. Und dann saß ich halt hinter der S-Bahn fest. Und dann habe ich den österreichischen Zuglenker angerufen und habe gesagt: Servus, grüß dich, wie sieht's aus? Ich müsste bitte unbedingt den Meridian schaffen. Unbedingt den Meridian schaffen. In Kufstein, damit ich noch planmäßig nach Hause komme. Weil ich habe einen sehr wichtigen Termin. Können wir nicht die S-Bahn überholen? Ja, ich sag's meinen Kollegen.
So, dann ging es ohne Witz jetzt, in Jenbach aufs linke Gleis und bin links gefahren von Jenbach aus über Brixlek, Würgl bis zur Überleitstelle kurz vor Kufstein bin ich links gefahren. Dann hat er mich aufs Bahnsteiggleis 1 genommen, also Gleis 3. Da haben die Kollegen mir meine Loks abgenommen und dann bin ich doch noch schnell zum Güterzug von uns, der vor Meridian gefahren ist, gehüpft und war dann noch pünktlich zu Hause. Also da muss man echt sagen, da haben sie sich echt Mühe gegeben. So, kommen wir jetzt nach Kaufering und in Kaufering gibt es eine Besonderheit. In Kaufering, da wir ja eine sogenannte KV-La haben oder besser gesagt ein sogenanntes KV-Profil und die Bahnsteigdächer in Kaufering nicht für KV geeignet ist, besser gesagt nicht jedes, sind die durchgehenden Hauptgleise für unseren Güterzug gesperrt. Das bedeutet, wir müssen entweder durchs Bahnsteiggleis 1 fahren, was ganz rechts ist, oder ganz links durchs Gleis ohne Bahnsteig und Bahnsteigdach. Und deswegen fahren wir in Kaufering immer auf Ablenkung. In Kaufering kommt übrigens jetzt von links noch die Strecke rein aus Richtung Weilheim. Da fährst du dann, also du kannst eigentlich einmal im Kreis fahren, ne? Das ist echt geil. Fährst in Geltendorf weg, über Schondorf, Uttingen-Riedau, Raisting-Weilheim und kommt dann über Peißenberg, Peiting-Nord und Diesen und Landsberg nach Kaufering rein. Also es ist sehr witzig. Genau. Und rechts kannst du dann über Kloster Lechtfeld und Oberrottmannshausen nach Bobingen heizen. Also ganz schön verzweigt hier in Bayern. Genau, hier links kommt wie gesagt die Strecke rein aus Richtung Weilheim und nach der Ausfahrt rechts geht es dann nach Bobingen. Wichtig ist halt wirklich, dass man auf dieser Strecke extrem auf die Richtungsanzeige achtet, ansonsten fährt man irgendwo anders hin und da ist halt kein Strom. Das ist das Schlimme, dann hast du es verschissen. So. Geht's geradeaus, wie gesagt, hier rechts geht's Richtung Bobingen. Wir fahren geradeaus. Zack, zack, klack. Weiß gar nicht, was sind wir. Muss aber schauen. Genau. Und jetzt geht's dann los, da wo wir wieder 120 fahren. Und jetzt schauen wir noch mal was. Also ich kann sagen, weil jemand gefragt hat, Gastfahrt bei Lomo voll bezahlt bzw. Arbeitszeit angerechnet. Also ich gehe jetzt nicht ins Detail, weil das wie gesagt arbeitgebertechnische Sachen sind. Ich kann nur so viel sagen, dass Lomo sehr viel bezahlt und mehr möchte ich da nicht eingehen. Genau. Oh je, da gab es bestimmt gleich wieder Feinstaubalarm in München, ja, bei der 042. So.
Sagen wir sonst noch Schönes hier? Oder können wir die ganzen. Ich glaube, das war's mit den Kommentaren. Wir haben fahren es auf den letzten zweigleisigen Stück. Genau, fahren jetzt auf den letzten zweigleisigen Stück bis Buchloe. Buchloe ist dann auch wieder so ein richtiger Eisenbahnknoten in dem Sinne, weil oh Gott, das wären ja kein Wunder, dass sie sagen, dass du lieber über Memmingen ins Allgäu fährst, anstatt über Immenstadt, weil das schon, ja, schon ein, wie soll man das sagen, schon ein ganz schöner Umweg ist, wenn du über Immenstadt fährst und Kempten. Das ist schon krass. Wenn ich aber die Railway-Karte aufmache. Muss ja sagen, wenn du über Buchloe fährst, fährst du ja fast direkt runter. Wenn du aber über Captain fährst, Alter, das ist so ein Umweg. Halleluja. Buchloe ist immer so ein bisschen witzig, der Fahrdienst leider. Ich glaube, das sieht mich nicht ab und zu so kommen. Manchmal ist das Signal noch auf Halt. Wenn ich aus Richtung Kaufering komme. Aber das kann ja was mit den Anrückmeldern zu tun haben. Ansonsten haben sie sich, glaube ich, in letzter Zeit so, am Anfang war das noch öfters, jetzt haben sie es, glaube ich, dran gewöhnt, wir fahren jetzt mit dem Güterzug mindestens 4-mal pro Woche. Genau, da vorne sieht man, glaube ich, schon das Einfuhrsignal von Buchloe. Da habe ich die AFB mal ausgemacht. So, jetzt hat er, glaube ich, geschalten auf von Halterwarten auf Langsamfahrt. Also eine 100er Ankündigung. Jetzt hast du hier halt Langsamfahrt erwartend. Du hattest, soweit ich weiß, auch unten eine Möglichkeit, dass er dir was anzeigt. Aber ich glaube, dass es nur für 30 sind. Ich glaube, er kann dich mit 30 einlassen in Buchloe. Wir sagen, Buchloe kommt rechts die Strecke rein von Richtung Augsburg. Also Augsburg, Bobingen, Schwabmünchen, Buchloe. Wie gesagt, Kaufering kann man ja auch schon nach Buchloe fahren. Und in Buchloe zweigt es dann ab. Geradeaus geht es weiter Richtung Kempten. Und rechts rum, wo wir fahren, beginnt dann die eingleisige Strecke nach Memmingen. Und wir haben hier eine 40er Einfahrt. Vielleicht aber auch. Und Ausfahrt ist halt.
oder 6,12er. Genau, Buchloe. Fahren wir jetzt, wie gesagt, wahrscheinlich auf den Gütergleis rechts ein. Muss man halt immer auch schauen. Es sind nicht leider in den Bahnhöfen nicht alle Gleise mit Strom überspannt, also mit Oberleitung. Deswegen schaut man da auch noch gerne, ob man wirklich in ein Gleis eingelassen wird mit Oberleitung. Theoretisch müsste der Fahrdienstleiter das natürlich wissen, aber wie heißt es so schön? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Zum Beispiel zeigt mir dort das wunderbare EL6 an, dass man, wenn ich an der Weichenverbindung da vorne rechts weiterfahre, ist dort kein Strom mehr. Da wo der Go Ahead noch steht, der Go Down, da ist noch eine Weichen, da ist noch Strom. So, das sind wahrscheinlich die Kollegen von Go Ahead, aber die sehen mich schon. Dort links werde ich fotografiert, da steht der erste Paparazzi. Der erste von vielen. Weil wenn schon mal die Lomo 185er ins Allgäu kommt, dann sind sie alle wie... Dann sind sie alle sehr erfreut. Wenn man mal mit was anderes kommt, mit einer 51er. Aber die sind da wirklich echt krass, wenn man sagt, es ist ja da mindestens schon 22, 23 Uhr. Und... Manchmal ist es so, dass sogar noch früh 1, 2 Uhr, wenn du mit dem Vollzug zurückkommst, noch Leute da stehen. Es ist schon amüsant. Sagen wir es so, ich würde mich nicht um 22 Uhr dahin stellen, aber ich freue mich auch, wenn ich gefilmt werde, bin ich ehrlich. Wie gesagt, mit ein paar schreibe ich auch. Den stecke ich dann auch mal was, wenn ich fahre. Pass auf, ich bin dort, da und da unterwegs. Dann freuen die sich. So, da drüben kommt der EDR. Den habe ich noch mit reingenommen. Damit er auch mal sieht, wie lange das dann dauert. Nachdem der EDR durchgefahren ist. Wie schnell das Signal auf Fahrt geht oder auch nicht. So, da kommt jemand gewatschelt. Ich hoffe, der läuft wirklich an meinem Dings vorbei. Ah, sieht mir jetzt ein bisschen schlecht aus, fahrtfrei mit 40. Ist die Laterne davor. Ah, das ist das hochstehende Sperrsignal war davor. Das kann uns übrigens, oder hat er auch gelassen. Das war Halt. Weil das ist in dem Sinne, dass das Signal dort vorne ist ein Gruppenausfahrtssignal. Genau, geradeaus wird es Richtung Kempten gehen, da wird es wahrscheinlich ein K kriegen. Wir kriegen ein M für Memmingen. Der nächste Bahnhof ist dann Türkheim. So, sorry, konnte ich mir nicht verkneifen. Und Türkheim und dann kommt Mindelheim, Stetten, Sondheim. Und dann kommt eigentlich Memmingen, aber da gibt es noch einen kleinen Bahnhof, der nennt sich Ungerhausen. Da gibt es auch keinen Bahnsteig. Oder gab es keinen Bahnsteig? Gibt es keinen Bahnsteig? Da gab es vielleicht mal einen. Weiß ich nicht ganz genau. Und da endet dann unsere Reise erstmal. Das zweite Stück ist dann ein bisschen länger. Da geht es dann Ungerhausen, Memmingen und dann über Tannheim, Eichstätten.
Lötkirch, Kisleck, Hergatz, Wangen, Hergatz, Lindau, Reutin nach Wolfurt. Zwischen Lindau und Wolfurt ist dann noch Bregenz. Da geht es dann am Schwäbischen Meer lang. Sieht man, glaube ich, schon ein bisschen dann angedeutet durch die Licht, durchs Licht, Reflexionen, aber natürlich nicht so wie am Tag. Ja, jetzt sind wir auf der Eingleisigen. Und jetzt geht's dann, wie gesagt, nächster Bahnhof ist dann Türkheim. Wie gesagt, ich hoffe, dass dieses Video dann besser wird wie mein. Ach stimmt, da wollte ich ja auch noch überreden, über mein Tauern-Video. Haben wir gerade mal 5 Minuten Zeit. Und zwar war es bei meinem Super-Tauern-Video so, dass ich das gemacht hatte für euch. Es waren insgesamt 245 GB Video. Und habe das hochgeladen. Und wie immer warte ich, bis es hochgeladen wird. Dann schalte ich den Computer aus, der verarbeitet ja und stelle es dann gleich für meine Community online und sage: Hey Leute, schaut mal hier, neues Führerschaftsvideo, Tauern. Dann hat der Kollege geschrieben, es ist nur ein 360p. Dann habe ich gesagt: Kein Problem, wird sicher noch in HD bearbeitet. 3, 4 Tage später schreibt er es immer noch in 360p. Dann hat YouTube das Video nur in Standardqualität verarbeitet. Dann habe ich gedacht, ich krieg einen Anfall. Dann habe ich das nochmal durchrendern lassen auf 4K 60 FPS. Also 3960 bei 2160p oder sowas in der Richtung. Ich weiß das jetzt nicht auswendig. Auf jeden Fall 4K-Qualität habe ich es rendern lassen. Und habe dann nochmal versucht hochzustellen. Dann ist SSD-Version hochgeladen. Dann habe ich euch hier geschrieben, ja, HD-Version verarbeitet. Und die hat verarbeitet. Und verarbeitet und verarbeitet und verarbeitet und verarbeitet. Mindestens 5 Tage war die am Verarbeiten, dann ist mir der Kragen geplatzt. Dann habe ich geschaut, wie man es beschleunigen kann. Dann habe ich gesagt, man kann da irgendwie so einen Sound einfügen, den man nachher wieder löscht und dann verarbeitet YouTube das schneller auf HD. Dann hat das auch wirklich dann witzigerweise auf HD hochgeladen und 4K. Stand im Video, dass das alles bearbeitet wurde, HD und 4K. Der Sound war komischerweise nicht drin, aber als ich es dann anschauen wollte, hat das Video geruckelt wie Sau und es hatte immer nur noch 360p. Und dann habe ich gesagt, sowas will ich euch nicht bieten. Lieber tue ich das Video dann löschen und dann habe ich es gelöscht und ich habe auch nichts mehr auf dem Computer. Ich habe die Rohdatei nicht mehr, weil ich habe so viele Führerstandsvideos jetzt gerade noch da. Dass ich gesagt habe, tut mir leid, dann geht's halt nicht. Dann war es halt so gewollt. Ja, das nächste Mal mache ich das ein bisschen anders. Ich hoffe auch, dass dieses Video einwandfrei funktioniert. Das hat ja Gott sei Dank, dass es eine Nachtfahrt ist. Nicht so viele Gigabytes, aber trotzdem. Es hat mich schon gewurmt, dass es das nicht so wollte, wie ich wollte. Fand ich Mist. Aber naja, was willst du machen? So, wir nähern uns jetzt übrigens Türkheim. Wir haben Einfahrt frei, Ausfahrt halt. Das bedeutet, Ausfahrtsignale stehen auf halt. Und von rechts kommt da eine Bahn rein von Ettringen. Da gibt es irgendwie ein Anschlussgleis nach Marktwald und dann wird es weitergehen bis Gessertshausen. Ich glaube, das ist eine nicht benutzte Nebenbahn. Genau. Und auf der linken Seite geht eine Stichbahn raus nach Bad Wörishofen. Und das, wie gesagt, ist ein großer Bahnhof in dem Sinne, wir fahren hier jetzt aufs Durchgehende ein, was einfach den Grund hat, dass links und rechts die Bahnsteiggleise sind. Und wir als durchfahrender Zug, als Güterzug in dem Sinne, meine ich jetzt überhaupt keinen Bahnsteig brauchen. Und deswegen fahren wir hier in die Mitte ein. Und der Go Down, der dann von vorne kommt, der fährt dann gleich weiter links ein. Und wir haben dann direkt dann Zeit zum Durchfahren. Also dürfen dann mit voller Geschwindigkeit wieder rausfahren.
So, da haben wir halt. Und dann gibt es, glaube ich, so das erste und einzige Zeitraffer-Video in der Nacht, was ich gemacht habe. So. Genau, jetzt können wir mal schauen. Jetzt kommt der Go Down, der Go Ahead von vorne. Hui! Und da war weg. Witzig wäre, wenn ich noch ein bisschen näher am Signal gestanden hätte. Ich glaube, dann hättet ihr mehr Angst gekriegt. Weil, wenn du wirklich da die Scheinwerfer dunkel hast, dann siehst du es wirklich. Die Weichenverbindung ist. Das Signal steht sehr nah an der Weichenverbindung. Da denkt man wirklich, der fährt einen frontal aufeinander drauf, wo ich am Anfang, wo ich das allererste Mal hier gefahren bin. Da war aber ganz offen, dass die Weiche hier vorne richtig steht. Genau, dann kommt ein Haltepunkt Ramingen. Dann kommt Mindelheim. Ah, man sieht mir hier, wir können ja immer volle Geschwindigkeit fahren, 120, 115, 110, also sehr schnell in dem Sinne. Finde ich echt cool. Mindelheim ist dann also der letzte, in dem Sinne, ortsbediente Bahnhof. Danach ist die nächsten Bahnhöfe werden dann, glaube ich, schon von Memmingen gesteuert. Das ist erstmal der Haltepunkt Ramingen. Ah, da sind 140 Ankündigungen, die interessieren uns relativ wenig. Oh cool, ich sehe gerade Mindelheim hat auch eine Landsberger Straße wie in München. Auf jeden Fall fahren wir jetzt Richtung Mindelheim. Und jetzt ist es so, dass wir wirklich bis Memmingen, also bis Ungerhausen, nicht kreuzen. Hat aber auch damit zu tun, wir kreuzen in Ungerhausen, weil wir in Memmingen einfach keinen Platz haben. Wir haben in Memmingen einfach keinen Platz zum Durchfahren. Deswegen kreuzen wir da und müssen warten, bis ein Zug den Bahnhof verlassen hat und wir dann durchfahren können. Weil da fährt da alles, weil du kannst ja in Memmingen kannst du auch kreuz und quer fahren. Aber in Memmingen hast du halt wenig Platz, das ist das Problem. Das ist einfach das Problem. Du kannst auch Memmingen nicht kreuzen, weil die Bahnsteiggleise einfach zu kurz sind. Für einen Güterzug. Selbst so 400 Meter ist einfach zu kurz. Ich glaube, der Bahnhof mit den längsten Gleisen zum Überholen müsste, glaube ich, Tannheim sein. Der Rest ist alles kürzer. Sie fahrt Zwangsbremse. Finde es immer witzig, wenn man auf die
aufs Gleis guckt, hat man immer so eine Linie, die bewegt sich von links nach rechts. Das ist immer witzig, das ist das, was von der Oberleitung runter tropft, wenn es nass ist. Das ergibt dann die Linie der Oberleitung im Gleis. Übrigens, die gelben Balisen, die da drin liegen im Gleis, gehören zum sogenannten Zugsicherung GNT. Also zum Beispiel die ETRs, die hier fahren von der Schweiz, die haben GNT. Die fahren die Strecke auch schneller als wie ein normaler Zug. Also die fahren zum Beispiel, wenn das ein Gleisbogen mit 110 ist, können die zum Beispiel mit 130 oder sowas durchfahren, weil hier haben GST und GNT. GST bedeutet gleisbogenabhängige Wagenkastensteuerung, also die neigen sich in die Kurve wie zum etwa der ICE T und GNT oder der 612. Und der GNT ist das Überwachungsprogramm dazu. Das erlaubt bei Neigetechnikzügen das schnellere Fahren. Da wird dann auch zum Beispiel die PCB gesperrt. So, das Einfahrtsignal Mindelheim. Wir haben schön Durchfahrt, alles gut, wunderbar. Und hier stehen, glaube ich, die nächsten Paparazzis. Ja, wie gesagt, hier rechts kommt die Strecke rein aus Richtung Günzburg. Ist auch eine Nebenbahn. Habe ich gegrüßt, wunderbar. Oh, ich glaube, da bin ich aus Versehen an der Pfeife hängen geblieben. Da rechts sitzt, da war jetzt leider Mindelheim. Hier geht's raus. Ah ja, und jetzt übrigens mal die Ansicht von außen. Grüße an den Niklas für dieses schöne Video. Hört man, wie ich aus Versehen an der Pfeife hängen geblieben bin. Wunderbar. Da hat man auch gesehen, warum der Zug so leicht ist, weil der einfach nicht groß beladen war. Aber Rückzug von Wolfurt aus Richtung Riem war der voll beladen. Voll beladen. Und für seine 400 Meter war er dann auch schon um die 1000 Tonnen schwer. Also war okay, muss man sagen. War gut ausgelastet. Mehr ging nicht. Alles voller Container. Kann man nicht meckern. Ich weiß noch, zu Anfangszeiten sind wir den oft leer gefahren oder mit einem Container, bis er sich mal etabliert hat. Am Anfang sind wir den ja auch nur dreimal die Woche gefahren. Jetzt muss man eigentlich sagen, muss ich ehrlich sagen, hat er sich gut, denke ich, eingelebt. Ich glaube, irgendwann werden wir dann wahrscheinlich auch fünfmal die Woche fahren. Dann freut sich der Kunde noch mehr. Weil ich glaube, nichts, nicht. Die Kunden mögen es am meisten, wenn man eine durchgehende, planbare Verbindung hat. Täglich. Muss natürlich auch fragen, natürlich, ob die Frachtzahlen auch mit dahinter stehen. Aber das ist natürlich alles nicht mein Bier. Ich fahre, mir ist es egal, ob da 1000 Tonnen oder nur 100 Tonnen dranhängen. Ich fahre, was geht. Und natürlich freue ich mich aber natürlich, wenn mehr dran hängt, wenn der Zug besetzt ist, weil dann sehe ich auch als Lokführer, dass es einen Sinn hat, dass ich da umherfahre.
Genau, sind wir Mindelheim durchgefahren. Der nächste Bahnhof, wie gesagt, ist dann schon, gehört dann schon, wird dann schon von Memmingen gesteuert und das ist Stetten. Hier sehen wir dann auch wieder die KS-Signale. Weil das Memmingen ist ESTW, aber so genannt das ESTW vor Ort nennt man das. Das elektronische Stellwerk vor Ort. Das bedeutet, das ist jetzt nicht irgendwo außerhalb in Augsburg oder München oder sonst wo, oder Leipzig, sondern vor Ort. Gibt es zum Beispiel auch in der Nähe von Darmstadt. Oder auch auf dieser Strecke gibt es das auch nochmal. Aber da kommen wir dann später dazu. In der nächsten Folge. Aber wir haben noch ein bisschen Weg vor uns. Wie gesagt, wenn du jetzt hier ein bisschen Verspätung hättest, dann kann es theoretisch sein, dass man nicht in Ungerhausen kreuzt, sondern zum Beispiel in Stetten oder Sonthain. Kommt ganz aus dem Fahrdienst drauf an. Deswegen ist unser Zug auch nicht so übermäßig lang. Weil Ungerhausen ist auch einer der Gleise, die länger sind wie 400 Meter. Deswegen hat man unseren Zug so kurz gehalten, damit der Fahrdienst auch in dem Sinne die Möglichkeit hat, uns auch an anderen Stellen kreuzen zu lassen. Weil stell dir vor, du bist einfach zu lang und dann bist du auch noch zu spät, was durchaus vorkommen kann in unserem Geschäft, dass man einfach zu spät kommt. Durch irgendwelche Gründe. Ja, und dann stehst du da, wie man sagen würde, wie der Ochs vor neue Tür. Und kommst nicht vom Fleck, weil du nur in bestimmten Bahnhöfen kreuzen kannst. Deswegen sind unsere Züge allgemein auf dieser Strecke auch so kurz gehalten, dass es keine Probleme gibt, wenn man zum Beispiel kreuzen muss. Zum Beispiel Leutkirch ist genau, glaube ich, 410 oder sowas Meter lang. Also da hat man nicht gerade viel Puffer. Zum Kreuzen. Muss man einfach so mal sagen. Aber das sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Jeden Fall bin ich mal gespannt, ob sie entweder die Strecke über Kempten elektrifizieren oder ob sie die Strecke hier zweigleisig ausbauen. Auf jeden Fall teilweise vielleicht. Aber das werden wir alles noch sehen. Es wird so kommen, wie es kommt. Schauen wir mal. Da schauen wir mal. Auf jeden Fall kommen dann die nächste Sonntheim. Das ist einfach vor sich auf von Sonntheim. Das ist schon frei. Wie gesagt, wir fahren eigentlich immer hier mindestens 110 bis 120 Kilometer pro Stunde. Also wir sind echt fix. Wir fahren daher im Gegensatz also nicht schneller wie ein DeSiro der Baureihe 642. Also der fährt nicht schneller wie wir. Natürlich der ETR und sowas, die sind natürlich schneller. Ist klar. Aber du wirst ja eigentlich nie überholt. Es wird halt einfach nur gekreuzt. Was halt auch cool ist, wo ich mich damals noch erinnern kann, das ist übrigens einfach ein Signal Sondheim. Wir haben Durchfahrt. KS1. Und unten hat man am Hauptsignal so eine gelbe Möhre, so einen gelben Pfeiler unten oder gelbe Krawatte. Das sagt mir bei diesem Signal, dass er ein Hauptsignal ist mit Vorsignalinformation. Und das bedeutet, dass bei einem grünen Licht, dass das nächste Signal automatisch auch mit frei ist. Wäre das Licht gelb, wie dürfte ich an diesem Signal vorbeifahren, aber das nächste Signal wäre halt. Genau. Ich weiß noch damals, wo ich gefahren bin, Mühldorf, Simbach bei der SOB. Und ich hatte Güterverkehr. Ich hatte Güterverkehr, der entgegenkam. Aus Richtung Simbach und ich musste kreuzen in Tübingen, weil noch Halt war. Dann kam der Fahrdienst und hat seine Arme überkreuzt.
Also stand auf dem Bahnsteig, hat seine Arme überkreuzt und dann wusste ich, aha, Kreuzung. Das bedeutet, ich war damit verständigt, dass ich mit dem Güterzug kreuze. Damit sparte er sich erstens das Funkgespräch und ich wusste sofort, was zu tun ist. So brauchte mir keine Sorgen zu machen, dass, warum es jetzt länger dauert. Aber normalerweise sind die Kreuzungen da in Tübingen nicht planmäßig. Und das ist halt das Witzige. Hier ist es meistens so, ja, da steht keiner mehr da, der so ein Zeichen gibt. Aber es war damals noch immer cool da. Wusste genau, wenn er draußen steht, Arme geixt. War witzig. War witzig. Habe ich letztens, glaube ich, auch noch mal gesehen. Habe ich, glaube ich, auch noch mal gesehen. Habe ich das in Tannenmarzbach mal gesehen? Ich weiß es gar nicht, beim Fahrdienst leider. Aber wenn du, wie gesagt, die Arme überkreuzt und das Lokführer zeigt, der weiß automatisch, was gemeint ist. Genau. Da vorne haben wir übrigens auch nochmal KS1, aber blinkend. Das bedeutet einfach eben Lokführer, pass auf, Geschwindigkeitseinschränkung. Und das wird wahrscheinlich eine 40 sein. Da hast du dann unten ein Geschwindigkeitsvoranzeiger, ein sogenanntes ZS3V. Das wird signalisiert, welche Geschwindigkeit zu erwarten ist. Ich als vorausschauender Lokführer habe dann natürlich gemerkt, dass ich hier schon elektrisch runterbremse. Weil ich hier sehe, ey, pass auf, da blinkt es vorne und 40 und ich weiß ganz genau, wenn du eine Strecke öfters fährst, wie soll ich das sagen? Wenn du eine Strecke öfters fährst, weißt du einfach, was ist, wenn du planmäßig ist, dass du da halten musst. Früher weiß ich noch, zu Go-Ahead-Zeiten, vor Go-Ahead-Zeiten, gab es da sogar, glaube ich, zwei bis drei Züge, die mich überholt haben. Auch der ETR und sowas hat mich da überholt, aber ich weiß nicht, ob sie da die Fahrzeiten von dem verändert haben. Bin ich mir nicht ganz sicher. Jeden Fall ist das hier jetzt Ungerhausen. Ungerhausen liegt, wie gesagt, kurz vor. Mal schauen. Liegt eigentlich kurz vor Memmingen. Da gab es damals eine Strecke zum Allgäuer Airport Memmingen gab es da mal eine Strecke. Sehr witzig. Okay, cool. Genau, wie gesagt, hier geht's rein. Und hier endet dann unsere erste Allgäu-Tour. Was insgesamt dann vier Teile geben wird. Also wird erster Teil, wie gesagt, München, Pasing, Ungerhausen. Zweiter Teil Ungerhausen, Wolfurt. Dritter Teil Wolfurt, Memmingen. Vierter Teil Memmingen, München, Pasing. So werden die vier Teile sein. Die wird es natürlich nicht nacheinander geben. Weil ich will ja nicht immer, dass ihr seht, wie ich in der Nacht unterwegs bin. Ich möchte, dass ihr auch mal Tag sehen. Schauen wir mal. Wird mir schon noch was einfallen. Genau, dann bremst mal ein.
So, das sind wir da. Und da haben wir noch das abschließende Bild. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuschauen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Drum beachtet und sagt ciao. Gute Fahrt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.